Hi, hier ist der Tobi vom Fahrradgeschäft Fitbikes. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Ihr seht schon, ich versuche jeden Tag eine neue Runde hier zu drehen. Von Frankfurt zurück sind immer so einfach 16, 17 Kilometer. Bleibt Platz für Neues. Aber das wollte ich euch gar nicht erzählen, sondern es geht heute darum. Punkt 1, Teil 3 und 4 vom Meister bestanden. Yes. Aber es hat nicht lange gedauert, da stehe ich schon wieder vor neuen Herausforderungen, nämlich dem Meisterprojekt. Heißt Fachtheorie, Fachpraxis, baue dein eigenes Fahrrad und am besten weißt du dann auch noch, warum du es so gebaut hast. Geht da um Berechnungen und eben auch über die Rahmenbau, Konstruktion und. Jetzt dachte ich mir, wie geil ist eigentlich, wenn ich nicht mein Meisterprojekt, sondern unser Meisterprojekt mache. Das heißt, das Ziel ist klar, ich möchte ein Randonneur, Reiserad, bisschen schneller, wird so eine 42er Bereifung draufkommen, bisschen Profil, hinten ein Gepäckträger dran, vielleicht irgendwann mal vorne ein Lowrider, du hast auch mal noch zwei Flaschen mehr transportiert werden können. Ne? Aber mir geht es darum, wie würde denn euer perfekter Randonneur ausschauen und wie kann man das irgendwie verbinden? Heißt, würdet ihr einen Flaschenhalter 5 hinbauen, würdet ihr 7 Klingeln hinbauen, würdet ihr, natürlich kommen Flaschenöffner hin, das brauchen wir schon noch nicht mehr erzählen, dann kommt es mir noch darauf an, wie würde denn die Technik ausschauen, also wie würde euer Fahrrad aufgebaut sein, 26 Zoll, 28 Zoll, Dropbar, Flatbar, Rennrad, klassisch, das würde mich interessieren. So, jetzt stellen wir ihn mal kurz dahin, weil jetzt kommt nämlich dann die Kurvenstrecke und die möchte ich hier nicht freihändig durchballern. Ihr seht auch, ich bin hier immer fleißig unterwegs mit dem Täschchen. Setze mich hier auf die bezaubernde Bank und quatsche noch ein bisschen voll. Also es geht darum, unseren Randonneur aufzubauen. Also sagt mir mal eure Ideen, wie wird euer perfekter Randonneur denn aussehen? Würdet ihr einfach mal labern, ne? Einfach mal gucken, was man da hinbauen kann. Einzige Prämisse, nächste Woche muss das Ding schon stehen. Das heißt, ihr dürft fleißig sein und mal die ganzen Themen da drunter schreiben. Und klar, ich kann nicht alles verwirklichen, wenn der eine sagt 26, der andere sagt 28 Zoll. Ich werde jetzt nicht vorne und hinten andere Räder drauf bauen, weil da kommen wir wieder auf diesen theoretischen Teil. Das fällt mir, glaube ich, sehr schwer zu argumentieren, wenn ich das vielleicht auch hinbekäme. Aber genau, also das wäre das Ding. Und ich fände es voll gut, wenn wir das zusammen hinbekämen. Was ist mir dann noch aufgefallen? Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Das Hirn ist schon wieder nach dem Tag vorbei. Ich bitte um eure Ideen. Ich schaue, dass wir es irgendwie hinbekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich mache da auch mal ein paar Fotos von der Rahmenlehre und so. Das ist super spannend, weil den Rahmen, das ist nicht so, dass wir da einen kaufen, sondern wir bauen ihn selbst. Also du hast ein paar Rohre und darfst dann überlegen, wie denn hier so ein, wenn wir es mal an dem Fahrrad anschauen wollen, wie sieht denn hier so ein Lenkkopfwinkel aus? Weil der könnte ja so sein, aber kann auch so oder so sein. Ne? Genauso der Sitzrohrwinkel. Das ist halt entscheidend und das machst du dann während des Planens von dem ganzen Ding. Also, verrate mir Gimmicks, verrate mir eure Technik, wie das Ding ausschauen soll. Als kleiner Clou, wenn das Ding fertig ist, wird es auch bei uns im Laden stehen. Das heißt, jeder kann da mal vorbeikommen und gucken, was denn dann tatsächlich aus unserem jetzigen Gespräch in 5 Monaten geworden ist. Weil 5 Monate insgesamt hat man dann für Zeit. Cool, ich freue mich auf eure Vorschläge und fahre jetzt mal weiter. Bis denn. Ach ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze auch abonnieren. Weil ich denke, dass der Markus da noch ein paar andere Sachen mit online stellen wird. Auch was der Besuch in Frankfurt war, warum wir das gemacht haben. Nämlich für nächstes Jahr. Ne? Also bis dann. Ciao. Das ist immer ganz komisch, weil hier ist die Kamera und hier bin ich. Ciao.